Fanny Cutes möchte wissen, warum Schokolade manchmal weiß anläuft. Kann ich die Schokolade noch essen oder muss ich eine Zwangsdiät halten? Gerade zur Weihnachtszeit ist das eine elementare Frage von höchster Wichtigkeitsstufe. Bei Tonnen von Schokolade in Form von Weihnachtsmännern oder Schokokugeln gibt es nichts Schrecklicheres, als wenn die süße Köstlichkeit plötzlich weiß angelaufen ist. Den richtigen Schoki-Fans ist vielleicht egal, mit was sie sich während ihrer Fressorgien das Gesicht beschmieren, aber als Feinschmecker möchte man ja schon wissen, was man da gerade zu sich nimmt. Schokolade besteht meistens aus Zucker, Kakaobutter und Milchpulver. Allein in einem Schokoriegel sind durchschnittlich ca. 11 Stücke Würfelzucker enthalten. Das ist ganz schön viel, aber im Winter ist das ja nicht ganz so schlimm. Wir werden zwar trotzdem fett, wenn wir zu viel Schokolade essen, aber es fällt nicht so schnell auf wie im Sommer. Aber was genau ist dieses weiße Etwas auf der Schokolade? Ist es vielleicht sogar giftig? Die weiße Schicht auf der Schokolade ist in den meisten Fällen fettreif. Fettreif entsteht, wenn die Schokolade falsch gelagert wird und es zu Temperaturschwankungen gekommen ist. Auch bei der Herstellung selbst kann der weiße Schleier auftreten. Diese Produkte werden dann aber meistens reklamiert und schaffen es erst gar nicht zu uns nach Hause ins Süßigkeitenfach. Bei starken Temperaturschwankungen wandert das Fett der Kakaobutter, das bei der richtigen Temperatur in mikroskopisch kleiner Kristallform in der Schokolade enthalten ist, an die Oberfläche der Schokolade und bildet den sogenannten Fettreif, also den weißen Schleier auf der Schokolade. Schokoladensorten mit einer sehr fetthaltigen Füllung wie Marzipan oder Nougat sind besonders empfindlich für Fettreif. Der weiße Schleier kann aber auch eine andere Ursache haben, nämlich Zuckerreif. Dieser kann zum Beispiel entstehen, wenn ihr euren Schokoladenweihnachtsmann aus dem Kühlschrank nehmt. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit kristallisiert der Zucker aus den oberen Schichten der Schokolade und hinterlässt eine weiße Spur. Aber wir haben eine gute Nachricht. Ihr könnt die Schokolade trotzdem essen. Weder der Geschmack verändert sich, noch ist die Kalorienbombe gesundheitsschädigend. Halleluja! Übrigens fühlt sich eure Schokolade bei ungefähr 18 Grad am wohlsten. Wenn ihr aber trotzdem kein Risiko eingehen wollt, könnt ihr sie auch einfach sofort aufessen und danach an einem Zuckerschock sterben. Wir wünschen euch dann mal frohes Fressen. Weihnachtsschokolade. Ich mag ja am liebsten Obst mit Schokolade. Schokolade!